Mit der IG Metall kann man nicht nach Gutsherrenart umgehen. Die IG Metall lässt sich nicht von Arbeitgebern diktieren, wie ihre Tarifverträge aussehen. Über 1000 Beschäftigte haben sich diese Woche an den Warnstreiks beteiligt. Über 1000 Metallerinnen und Metaller sind heute bei unserem Kfz-Aktionstag unterwegs. Es waren fast 1000 Menschen hier, die sich dafür eingesetzt haben, dass hier und heute die Aufforderung rausgegangen ist, mit den Arbeitgebern weiter zu verhandeln. Und darum geht es uns im Wesentlichen, dass wir einen Flächentarifvertrag wieder mit dem Landesinnungsverband hinbekommen, um das Lohndumping über Haustarifverträge, was auch schon stattgefunden hat, wieder einzudämmen. Wir haben hier in NRW im Kfz-Bereich als einzigster Bezirk keinen Tarifpartner, niemand, der mit uns verhandelt. Weil da auch der Büttner, den Namen, denke ich mal, den sollten wir auch mal erwähnen, auch aktiv die Autohäuser aufgefordert hat, aus dieser Tarifgemeinschaft auszutreten. Ich sage, dieser Mann muss weg. Und die Geschäftsführer der Kfz-Firmen müssen wissen, das ist der Aufhängische. Und dieses Bild von der Büttner wird eindeutig auf die Geschäftsführer der Kfz-Firmen zurück. Das Land ist nicht alles. Ihr Mann muss weg. Bei uns im Essener Betrieb, da hat heute der Protest quasi angefangen. Wir haben da eine kleine Kundgebung gemacht. Ab 8:45 trudelten langsam alle ein und mit jedem mehr, der da kam, merkte man, es ist nicht der kleine Tropfen auf dem heißen Stein, sondern es ist wirklich halt ja, eine ganze Mannschaft, die da steht und das vertritt. Dementsprechend war die Stimmung laut und gut. Ja, die Kollegen haben deutlich gemacht, dass sie das nicht mit sich machen lassen. Sie haben Anspruch auf ordentliche Tarifverträge, auf Sicherheit von Tarifverträgen. Unsere Arbeitgeber haben ja natürlich dann auch das Anrecht darauf, zuverlässige Mitarbeiter zu bekommen. Also von daher kann ich nur sagen, die Arbeitgeber sollen sich dafür stark machen, dass wir zuverlässige Partner bekommen. Dann machen sich unsere Kollegen dann auch wieder dafür stark, dass sie eine zuverlässige Arbeit abliefern. Das ist im Moment dann halt eben nicht möglich. Und das lassen die Kollegen dann auch, die Arbeitgeber, spüren in Form von Warnstreikaktionen, von Kundgebungen, Beteiligungen an vielfältigen Aktionen. Die IG Metall hat bundesweit über 2,3 Millionen Mitglieder. Das sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber es sind auch potenzielle Kunden von Autowerkstätten. Und wenn ich jetzt dran denke, in NRW gehen jetzt die Schulferien los, das heißt Papa, Mama, Kind und Kegel fahren in den Urlaub und weil sie gerne auf Nummer sicher gehen, bringen sie ihr Auto vorher nochmal zum Sommerservice, zur Inspektion und da schlage ich jedem vor, den Chef an den Tresen zu holen und ihn zu fragen, wie stehen Sie zu einem Flächentarifvertrag hier in der Kfz-Innung. Ich glaube, das spricht sich rum in der Branche und es ist sicherlich für die Arbeitgeber dann auch ein Warnsignal, dass sich die Kunden mit der Situation im Kfz-Handwerk auseinandersetzen und sich auch mit den Beschäftigten solidarisieren. Für mich war dann hier die Teilnahme auch wichtig, dann da um uns auszutauschen, aber auch was die Bezirksleitung gerade halt eben in der Strategie vorhat, für die nächsten Wochen dann da mitzunehmen in den eigenen Betrieben und dort zu schauen, was wir da umsetzen können. Wir müssen den Aktionen Taten folgen lassen, damit die andere Seite sieht, wir meinen es ernst und wir gehen bis zum letzten Schritt. Das heißt, wir müssen in den Betrieben und stärker organisieren, noch stärker, wie wir es jetzt angefangen haben, weil nur wenn wir stark organisiert sind, wenn wir die Mitglieder kriegen und wenn die Mitglieder bei uns sind, kriegen wir gute Tarifverträge. Sonst kriegen wir keine schlechten, sonst kriegen wir keine Tarifverträge, sonst kriegen wir nur die Abschreibereien, die also mit den Christlichen gemacht werden. Ich habe noch keinen christlichen Gewerkschafter gesehen, ich habe noch kein christliches Mitglied gesehen. Das ist alles Humbug, was da läuft, das ist dummes Geschreibsel und nicht mehr. Ja, man sollte einfach sehen, dass es nur gemeinsam geht. Dafür brauchen wir die Mitglieder und das ist natürlich eine Empfehlung, die ich eben nur aussprechen kann, da wirklich beizutreten und seinen Mund aufzumachen und mit Druck aufzubauen. Also stark ist man nur, wenn man viele Mitglieder hat. Und ich empfehle jedem Angestellten und jedem gewerblichen Arbeitnehmer in der Kfz-Innung, organisiert euch. Je mehr ihr seid, desto mehr Schlagkraft habt ihr und desto mehr könnt ihr durchsetzen. Wir haben es bei uns bei Euscha selber erlebt. Unser Arbeitgeber ist auch kurzzeitig aus der Tarifbindung ausgetreten. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Unser Arbeitgeber hat nicht geglaubt, dass wir Beschäftigten es hinkriegen, uns dagegen zu wehren. Wir haben ihn wieder in die Tarifbindung zurückgezwungen und haben sogar dadurch noch erreicht, dass viele Unorganisierte sich mittlerweile der IG Metall angeschlossen haben. Die Mitgliedschaft in der IG Metall, die ist natürlich die Basis, weil Tarifverträge, das muss man auch wissen, gelten nur für Mitglieder.
Und gut organisierte Bezirke, die haben auch gute Tarifverträge. Von daher kann ich nur alle Kollegen dann auffordern, die noch nicht organisiert sind, tretet der IG Metall bei, nehmt teil, beteiligt euch an Aktionen, lasst eure Arbeitgeber wissen, dass ihr mit euch nicht dann halt eben den billigen Jakob machen lasst. Und das ist die Grundvoraussetzung dann für ein Stück weit Sicherheit in die Zukunft.